Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander Privateer Righteous Fire. Wir sind wieder hier auf New Detroit. Beim letzten Mal haben wir einen Informanten getroffen, der Informationen, wer hätte es gedacht, für Monty hat. Und jetzt gucken wir mal, was Monty dazu zu sagen hat. Excellent. You have made the delivery as requested. Now I will give you what little additional information I have. I was hoping to find out where Mordecai Jones resides. Unfortunately, I have not been given that information. I do know, however, that he has a secret base in Gemini. Inevitably, it is well guarded by the Retros. That's not much to go on, Monty. No, it isn't. I apologize. If I knew more, I would tell you. If that's it, I guess I'll be going. I do have one more request of you. I will pay this time. And how much? 5,000. It's not much, but it's all I have. I, too, am on the Retros' most wanted list. I'm not sure why. They may have found out about my information dealing. In any case, I need to travel to the Nexus system. But I have learned that a group of Retros awaits me there. I would like you to destroy those Retros. They should be waiting to surprise me at Nav 4. 5,000 is not much money. There is more. I am about to receive additional information that will interest you. If you return here after completing the mission, I will give it to you. That is surely worth something. Jo, machen wir. All right, I'll do it. Wonderful. I await your safe return. Ja, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall gehen wir erstmal eben zum Shipdealer und prüfen vor diesem Flug definitiv, ja, sowas zum Beispiel. Den hat's auch erwischt. Auf dem Rückflug bin ich einmal ein paar Broadswords geraten und einer davon war der Meinung, mich ständig rammen zu müssen. Oder ich hab ihn ständig gerammt, weil ich halt viel schneller war als der. Und dann habe ich irgendwann später dann mal die Idee gehabt, vielleicht mal meine Fluggeschwindigkeit runterzusetzen, damit ich nicht immer da reinknalle. Naja, also das Geld hätte ich mir jetzt auch sparen können. Der müsste in Ordnung sein noch. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, warum das gerade so ruckelt. Ach, ich wollte nicht nur reparieren, ich wollte auch noch die letzte Rakete nachkaufen, die noch fehlte. Und wer hätte es für möglich gehalten, aber ich habe vergessen, meine Stoppuhr zu starten. Also muss ich dran denken, dass ich jetzt nur 10 Minuten spiele. So. Also noch Stoppuhr, nur 10 Minuten. Und Mission. Nexus-System. Wir gucken mal, ob wir noch eine Mission ins Nexus-System finden. Und dann werde ich wahrscheinlich den Hinflug dahin rausschneiden, weil das sonst einfach zu viel Zeit kostet. So dass wir dann. Also ich springe hier quasi raus und dann sehen wir uns beim Sprung, sobald ich im nächsten System ankomme, wieder. Oder vor dem Sprungpunkt dahin. Nein. Nein. Nein, natürlich nicht. Warum sollte es auch so sein, dass wir Missionen nach, ne? Nein. Nein, nein, nein. 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 Wir gucken mal kurz zum Mercenary Skill, ob die vielleicht für NAV 8 einen haben, weil wir wieder über Perry fliegen. Kann man den eben mitnehmen. Nee. Okay, ist so. Dann legen wir direkt los. So, wo müssen wir denn hin? Erstmal nach 8. Wir wollen wieder nach Perry. Und ich muss mal wieder vor allen möglichen Leuten abhauen, weil die mir mal wieder alle an den Kragen wollen. Ist das nervig. So. Den oder den zuerst mal. Ich kann später auf den Zielcomputer umschalten, wenn ich ihn brauche. Ich muss übrigens nicht immer zwingend mit G meine Guns aktivieren. Ich kann auch. Achso, das sind die Gun-Types. Okay, also ich kann auch mit den Zahlentasten die Waffen aktivieren. Da muss ich diesen Bildschirm nicht immer aufrufen, weißt du? Das ist ganz praktisch. Prepare to be searched. Maintain speed and course. No contraband detected. You may proceed. Und zwar geht das auch nach Waffentypen. 1, 2, 3, 4 jeweils für die verschiedenen Waffentypen. Wir haben ja bis zu 4 unterschiedliche Waffentypen, die wir haben können. Wir haben ja 4 Waffen-Slots, also können wir bis zu 4 Kanonen haben.
Okay, da sind wir. Hier sind schon mal drei Unknowns. Die werde ich jetzt aber ignorieren. Die sind theoretisch zum Aufwärmen da. Aber wie gesagt, ich ignoriere sie. Ich springe einfach durch. Und hoffe, dass sie mich nicht zu sehr beschädigen. Nein, tun sie nicht. Wunderbar. So. Nach 4 ist unser Ziel. Dann nehmen wir den mal raus. Alles bereit. Auf geht's. Dann lasst uns mal einen Retro-Hinterhalt wegklatschen. Und los geht's. Haufenweise Talons. Wir nehmen sofort einen Target in den Target-Lock. Und düsen erstmal ab. Rakete raus. Bumm. So, Nummer 1. Lock. Feuer. Na, bumm. Und Lock. Feuer. Traitor to humanity, feel our... Ja, ist gut. Und Raketen. Zack, Feuer. Und den nächsten. Na, wo ist er? Na gut, das zerstört jetzt halt erst den auch so. Soll mir auch recht sein. Der kriegt Raketen rein. Na, kann er der entkommen? Ne, kann er nicht. Und den letzten. Boom, zerstört. Ah, mehr. So, dann zerstören wir jetzt diesen hier. Die andere Rakete ist ja noch unterwegs. Tja, hat er. Boom, tschüss. Jetzt haben wir noch einen. Eigentlich sind die drei Unknowns da vorne zum Aufwärmen gewesen. So, das war's. Talons halt, ne? Das ist keine wirkliche Herausforderung. So, bin ich jetzt noch in der Mission? Ne, jetzt könnte ich theoretisch landen. Was ist denn das hier überhaupt? Maccabee Mining. Nee. Das lassen wir schön bleiben. Ich habe keine Lust, durch ein Asteroidenfeld zu fliegen. Im Endeffekt fliegen wir jetzt zurück. Wieder über Tinkerhoff. Das sollte eigentlich in dieser Mission noch zu schaffen sein. 5 Minuten habe ich noch Zeit. Das müsste klappen. Sofern nicht zu viel Confett auf mich wartet. Wie viele Raketen habe ich denn noch? 6. Ja, gut, okay. Kann ich mitleben. Ist für mich okay. Bin ich langsamer geworden tatsächlich? Diese drei Unknowns, wie gesagt, beim Jumper, die sind eigentlich nur als Vorhut gewesen, dieses Saltis. Und dann mal eben 2 Wellen A5 Talons zu zerstören, ist jetzt ja nicht unbedingt die Herausforderung. Was haben wir hier jetzt? Ah, da sind sie immer noch, diese. Okay, dann Lock. Ah, okay, das ITTS ist noch aktiv. Ja? Okay, das ist schön zu wissen. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde. Boom, zerstört. 2, Lock. Also man... Eieieiei, das macht man aber nicht, Herr Kollege hier, ne? Also ernsthaft jetzt. Das ist sehr unhöflich. Wenn hier überhaupt irgendwer irgendwen rammt, dann bin ich das. Eieiei, ey, hör auf. Arschloch. Mistkröte. Boom. So, und jetzt ist der letzte dran. Der Mistkerl, der mich da gerade eben von hinten beschossen hat. So, komm her. Tschüss. Ende im Gelände. So, sehr gut. Ich habe zwar ein bisschen was abbekommen auf die Panzerung, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein, das mal kostengünstig zu reparieren. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist Perry? Da. Zack. Das muss man immer von der Entfernung so ein bisschen abschätzen, ob sich das lohnt. Ach, scheiße. 4! Ich meine, ich hätte kein Problem damit, diese 4 zu besiegen. Überhaupt nicht. Aber ich habe keine Zeit dafür. Das dauert nämlich ein bisschen, bis man die los ist. Und deswegen hauen wir jetzt einfach ab. Unsere Schilde sind stark genug, um ein bisschen Broadsword-Beschuss auszuhalten. Außerdem sind die viel zu weit weg, weil diese Dinger echt lahmarschig sind. So, wo sind wir jetzt? Perry? No contraband detected. You may proceed. So, jetzt wollen wir im Eiltempo... Im Eiltempo zurück nach New Detroit, dass das noch klappt, diesen Part. Das wäre ganz schön dieses Mal. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann wollen wir mal gucken, was Monty noch so für Informationen für uns hat.
Er sagt ja, dass er eventuell noch... Oh, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich... Holla, die Waldfee, ey. Das reicht ja mit dem Sprit genau aus. Er hat ja gesagt, er hat noch Informationen für uns. Und mal gucken, was das... Ob das was Relevantes ist, mit dem wir wirklich was anfangen können. Vielleicht haben wir ja Glück. Und er kann uns sagen, wo Mordecai Jones ist. Oder wo die versteckte Basis ist. Das wäre natürlich ganz super schön. Dann können wir den nämlich sofort ausschalten. Und weg. Und wieder Gegner. Gut, gucken wir eben, was für Gegner. Roadsaws, 2 Stück. Na gut, komm. 3 sogar. Oha, 3 sind mir eigentlich zu viel. Ach, scheiß drauf. Mayday, we've sustained massive damage. Ja, ja. Ich sogar fast im Anflug schon zerstört, wa? Ich meine, es wäre ganz cool, wenn du mal gegen so Retros kämpfst oder sowas. Ein Salty, einfach mal direkt im Anflug zu zerstören. Hätte was, ne? So, Autopilot und weg. Außerdem kann ich ja nicht immer die Konzertschiffe zerstören. Was machen die denn da gegen die Kirafi, ne? Mann, ist das nervig, dass die hostile sind, ey. Das muss ich unbedingt ändern. Vielleicht sollte ich einen Kamek absuchen und abschießen. So ein Kirati-Großkampfschiff. Also so eine Korvette halt, ne? Großkampfschiff. Großkampfschiffe gibt's hier ja nicht. Aber eine Kirati-Korvette. Gut. Jetzt sind wir wieder hier auf New Detroit. Ich speichere das Spiel jetzt mal eben flott. Dann reparieren wir das Schiff. Tractor-Beam ist beschädigt. Er war jetzt nicht ganz so viel, ne? Und Raketen muss ich natürlich nachkaufen, das ist klar. Weil die sind aufgebraucht. So, sehr schön. Sehr schön. Gut, ja, ich könnte jetzt noch mit Monty reden. Das mache ich jetzt aber nicht. Weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich jetzt schon obwohl. Aha. Ja, komm, schieben wir das noch nach. Ich hoffe, das passt noch rein. Fine work. I will be able to return to Nexus soon. Let's hear the information. What else do you know about Jones? Nothing, I'm afraid. The knowledge I referred to earlier is not about Jones. It is about someone else you may have heard of, Governor Menesh. That name sounds familiar. The man is a menace. Years ago, Menesh was governor of a base in a more populated system. As his influence grew, so did his lust for money. He had used his connections to sell Confederation ships, mostly Talons, to outlaw groups such as the Pirates and the Retros. It's been years since his administration collapsed, and now he's come out of hiding to do business in Gemini. It seems more than coincidence that your gun should disappear with Menesh around. I wouldn't put anything past him. If he can stoop to becoming the Retro's main supplier, I wouldn't be surprised if he had connections with the Kilrathi. Sounds like true slime to me. I'll give you this tip. If you want to get to Mordecai Jones, the first step is to destroy his supply line. Eliminate Menesh, and we'll see how the Retros get their weapons. I can only kill him if I can find him. The best I can do is steer you in the right direction, if you're interested. Are you offering a bounty? No. If you complete the mission, I will return to Nexus and go into hiding. I understand, however, that there may be others in Gemini offering to pay a bounty. If I were a fighting man, I would try to collect the bounties myself, but do what you will with the information. The choice and risk are yours. Natürlich nehmen wir das an, ist doch ganz klar. Unfortunately, I don't know his exact location, but I can tell you he is currently in operation somewhere near the Troy system. If you don't find him in Troy, he's bound to be hiding out in one of the neighboring systems. I believe that if you patrol all those systems, you will be able to find him. I do not know how well he defends himself. Good luck. This may be our last meeting. Ja, so sieht's aus. Das heißt, wir wissen jetzt, wo Governor Menesh ist. Und beim nächsten Mal klatschen wir ihn dann um. Bis dann.